Gut, dann retten wir jetzt mal den letzten Seemann hier oder erlösen ihn, wenn Alice möchte. Und mit drei Lebensdingern wird das ein ziemlicher Krampf. Lektionen an der Schultafel bieten wichtige Tipps. Aha. Jetzt kommen bestimmt Fische. Nein? Blutegel. Was lame ist? Aber die kommen immer wieder. Ach so. Es ist natürlich doof. So. Natürlich. Gerade in dem Moment, wo ich springe, kommt er aus dem Boden. Gut. Die Blutegel sind schon ein bisschen nervig, wenn ich in sie reinrenne, aber sonst sind die eigentlich kein Problem. Denke ich mal. Daher sollte ich das eigentlich schaffen. Betonung liegt auf eigentlich. Wir werden sehen. Oh Mann. Und diesmal muss ich, wenn das Seepferdchen danach kommt, aufpassen, ey. Boah, die Seele oder was das da war. Also für mich sah es aus wie ein Seepferdchen. Also nicht zu weit gehe, sonst bringe ich mich hier noch um. Ey! Shift habe ich gedrückt. Ohne Mist. Dass es auch nicht gespeichert wird, wenn man da reingeht, dass man jedes Mal sofort in dieser Dings ist. Nein, man muss jedes Mal diesen hier hin, dann muss man da reingehen, dann muss man warten, bis es geladen ist. Also teilweise ist das ein bisschen doof gemacht. Muss man einfach mal so sagen. Aber gut. Die Ladezeiten sind zum Glück nicht allzu lang. Trotzdem ist es ein bisschen nervig. Eigentlich ist das hier nicht mal so schwer, aber ich fail hier rum wie... keine Ahnung. Ich mag die Frau Fahrradklinge. Ich möchte ihn gern anvisieren. Hallo? Wo ist er denn? Boah. Das ist das Nervige an den Blutegeln. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Die behindern mich beim Anvisieren. Nimm Schaden. So. 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 Und. So. Auf ihn drauf. Weg hier, weg hier, weg, 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 weg,
wow, 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 wow. Nervt schon tierisch, der Kerl. Und auf ihn. Das hat, glaube ich, nicht so viel gebracht. Nein, nein, nein. Wirf deine Bomben sonst wohin. Und Mann, oh Mann. Und tot. Boah. Das war ein Akt. Haben Engel auch so viel Ärger? Der ging mir so auf den Sack. Ohne Witz. Okay, es ist ein Seepferdchen. Oh fuck. Nein, nein. So, warten, bis das Seepferdchen weit genug ist. Was mir das hier bringt, weiß ich immer noch nicht. Ah, hier ist es sogar eindeutig klar. So, ein bisschen heilen, bevor es gleich weitergeht. Noch bin ich im Bereich. Sicher jetzt. Okay, jetzt sollte es reichen. Okay, ich bin gefailt. Ich habe sogar noch im Fallen Schaden bekommen. Ohne Mist. Hier ohne hinten hatten wir noch eins. So. Im Fallen Schaden bekommen. Das war schon eine geile Aktion. Hier bekomme ich Schaden? Dann komm mal hierher, Seepferdchen. Oh, das Feilchen. So. Was hat das gemacht? Oh Mann. Seepferdchen. Oh, verdammt. Und schon wieder im falschen Schaden bekommen, das ist cool. Ohne Witz, da weiß ich nicht, was das bringt. Oh, schneller. Ach, hier vorne kommt dann eine Plattform. Ah. Ja, Schaden bekommen im Fallen.
Das war schon fail. Die Plattform war vorher nicht da. Zack, zack. So, zack, zack. Und bam. So ist's recht, Dern. Zurück zum Schiff mit mir. Na gut, das ging so relativ. Boah. Trotzdem war es ein Akt. Ich danke dir, Alice. Sei so gut zu dir, wie du zu uns warst. Holt den Anker ein und dreht bei, Männer. Wir steuern gern hohe und glorreiche See. Ah, da kann ich jetzt lang. Gut. So. Da war aber schon Akt hier, das gerade alles zu machen. So. Stehen hier noch irgendwelche Truhen? Ja, da. Stehen welche. Die hat nichts. Die auch nicht. Okay. Dann eben nicht. Was steht da? Ah, okay. Ja, immer so ein bisschen schrumpfen, falls hier irgendwo was ist. Da zum Beispiel. So. Musste ich hier sogar lang? Scheint mir fast so, aber... Da ist noch einer. So, da rüber. Zum Zahn. Dem Zahn. Zu dem. Zack, zack. Und ich bin nicht drauf gelandet. Das war so klar. Jetzt kann ich sogar schlecht abschätzen, wo ich hinspringen muss. Ja, hat noch geklappt. Das auch. Zack, zack. Und so, jetzt habe ich es aber. Okay, ist doch nur optional. Wer eine Seele zerstört, zerstört eine ganze Welt. Darin liegt viel Weisheit, Alice. So. Ist hier noch irgendwas? Da ist. Zähne. Und Leben bestimmt. Nein, kein Leben. Auch nicht. Auch nicht. Wie viel braucht ihr das für das nächste Upgrade? Einiges, gut. Okay, weiter. Ah, da stand auch was geschrieben, habe ich gesehen. Achso, das ist der Weg da lang für. Ja, ein Upgrade für Warp Pikelinge. Ich habe eh auf Maximum, das interessiert mich jetzt gar nicht mehr. Oh, Kurzspann. Oh, darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. So. Irgendwie erinnert mich das gerade jetzt so ein bisschen an Super Mario 64. Ach nein, 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 ich will runter, ich will runter, ich will runter. Die Dinger kann man ja umfahren. Fahren in Häkchen. Außerdem wurde ich sofort reingeworfen. Was haben wir hier? Ach. Besonderes. Gut. Ich meine, ich hatte schon zwei Rutschpartien oder so, aber die hier erinnert mich ein bisschen mehr an Super Mario 64, weil man hier auch runterfallen kann. Bei den anderen, glaube ich, ging das gar nicht.
Das mit dem Runterfallen habe ich gehasst. So. Wow. Vorsichtig dadurch. Und nochmal runterfallen. Aber jetzt nehmen wir nochmal den anderen Weg. Soweit habe ich beim letzten Mal gar nicht gedacht mit runterspringen und sowas. Wenn das überhaupt ging. So, wenn hier überhaupt Zähne drauf liegen, ich hoffe es mal. Sieht gerade ein bisschen schlecht aus. Ah, okay, doch. Ein paar. So. So. Hätten wir die auch. Und alle da. Was bist du? Mami? Da fuck! What is this? Ist okay, ist okay. Ist okay. Mach ich dem überhaupt Schaden? Hallo? Geh weg von mir! Uah. Und? Kann man das auch zurückwerfen? Also so ganz klar ist mir nicht, ob ich dem überhaupt Schaden mache zurzeit. Los! Aua! 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 Ich dachte, ich könnte das auch so zurückwerfen. Aber inzwischen mache ich... Im Moment mache ich keinen Schaden. Oh fuck. Das war Alice. Gut, mit dem Ding werden wir uns beim nächsten Part rumplagen und bis dahin, ich bin Indiana Jones.